So, zack. Hä? Ach da. Ja gut, so wie ich hier gerade durchgehe, sollte man eigentlich kein Gebäude oder keinen Raum sichern. Oberst, Jabir ist nicht hier. Seine Leute sind überall, aber von ihm keine Spur. Auch keine von den Geiseln. Mist. In der Nähe ist noch ein anderer Ort, an dem er sich verstecken könnte. Das große Lagerhaus des UN-Flüchtlingskommissariats in der Timuridstraße. Los! Verstanden. Falke, Ende. Ja. Nur dieses eine Mal hätte ich gerne genug Unterstützung, um den Job ohne diesen ganzen Mist zu erledigen. Ja, und man siehe da. Da hinten steht eine MG, was wir wahrscheinlich jetzt erstmal eventuell für unseren Vorteil nutzen könnten. Wie gesagt, Ton liegt auf könnten. Ich weiß nämlich nicht, ob es so wirklich ist. Problem ist, wir können halt nicht so weit drehen. Schade. Na gut, sprinten wir halt nur mal weiter. Okay. Hier durch, hier gegen, dagegen. Aber das, ich weiß es nicht, du rennst hier einfach durch, kannst die Leute ganz entspannt umschießen. Natürlich ist das CSGO-Aim mit am Start auf Kopfhöhe, dass die halt schön schnell tot gehen, aber hey. Den kannst du mal zwischendurch mal anvisieren. Guck mal da rein, da ist keine. Okay. Da hat mir einer mal eine Granate in die Fresse gehauen. Und interessanterweise reagieren die Gegner halt wirklich auf die Taschenlampe, was ich halt wirklich interessant finde. Weil manche Games, auch die neueren Games, ja, den juckt's halt nicht, wenn da plötzlich mal eine Taschenlampe oder sowas um die Ecke kommt. Da habe ich jetzt aber nicht wirklich viel von. Also nicht wirklich viel Muni von der AK. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich ein bisschen mehr habe. Naja, das ist halt Satz mit X. So. Ne, da ist eine Tür. Da müssten wir normalerweise. Ja. Sieht sehr nach Lagerhaus aus. Dankeschön. Dankeschön für die Muni. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier gleich nochmal einen Speicherpunkt bekommen. Weil ich wollte nämlich eben gerade schon wieder speichern. Es muss aber auch, glaube ich, ein komisches Gefühl sein. Ich weiß gar nicht, ob ich da unten durchschießen kann. Okay. Das geht. Ich werde natürlich noch erstmal ein bisschen auf der Pistole bleiben. So dass wir Muni. Oh, hi. Muni sparen, wollte ich eigentlich sagen. Oh, Mann. Weil ich. Achso. Ja, das ist, halt, ist auch interessant, dass man halt jederzeit den guten Schwierigkeitsgrad umstellen kann. Also nichtsdestotrotz. Pistole einmal raus. Da ist er. Alter, ich war schon hier auf dem Kopf drauf. Oh, Half-Life, Freunde. Half-Life habe ich auch noch. Ist ja auch noch geplant. Es sind so viele geile Games geplant. Holy shit. Wird auf jeden Fall geil, würde ich sagen. Auch wenn es aktuell ein bisschen mager aussieht bei mir auf dem YouTube-Kanal, aber hey. Es kann ja wieder werden, ne? Wir speichern mal. Weil ich habe 1300, bisschen über 1300 Follower jetzt. Oder Abos sind es ja hier auf YouTube. Ja. Ist natürlich ganz geil, aber ein paar mehr mit ein paar aktiveren Leuten wären halt schon nice. Don't move! Muss man halt dazu sagen. Hier. Jabir wurde eliminiert. Eliminiert? Sie hatten Befehl, ihn gefangen zu nehmen. Ich hatte keine Wahl, Sir. Dann sehen Sie sich in seinem Büro um. Vielleicht finden Sie Hinweise, die zu den Geiseln führen. Sicher. Bestimmt hat er eine Karte hier mit einem großen Hinweis drauf. Die Geiseln sind hier. Das gibt's doch nicht. Was? Was ist los? Er hat wirklich eine Karte, Sir. Hier ist eine Karte von Iskanderia an der Wand. Mit Markierungen, Aufklebern und so.
Seine ganze verdammte Operation. Alles hier. Was für ein Idiot. Nun schnappen Sie sich die Karte und gehen Sie aufs Dach. Ein Hubschrauber ist unterwegs. Ja. Und natürlich wahrscheinlich nicht ganz so wie gehofft. Und zwar hundertprozentig wieder mit Gegenwehr. Mal gucken, vielleicht kriege ich noch ein altes Rainbow Six. Schmiert den nicht jetzt nur ab? Ich bin der Meinung, dass der abgeschossen wird. Ist aber wie ein Little Bird, ne? Sag ich ja, das hat schon. Hubschrauber abgestürzt, wiederhole, wir haben den Hubschrauber verloren. Das gibt's doch nicht. Überlebende, gibt es Überlebende? Keine Chance, Sir. Sowas könnte niemand überleben. Verdammt. Okay, nichts wie raus da. Zurück zu Ihrem Fahrzeug. Wir werden eine andere Einheit schicken, um die Trümmer zu bergen. Verstanden. Vor allem, wir müssen jetzt den ganzen fucking Weg nochmal zurücklaufen, ne? Ja, ja. Nun gut. Zum Glück kann man ja, glaube ich, das komplette Treppenhaus runterlaufen. Natürlich nicht. Muss ich da halt echt durch? Oh, ich dachte, ich kann es mir halt wenigstens ein bisschen abkürzen, aber nein. Komplett den Weg nochmal wirklich zurück. Und wahrscheinlich wieder mit Gegenmaßnahmen, sag ich ja. Na gut, vielleicht nicht ganz der gleiche Weg, aber ja, müssen halt wieder zurücklaufen. Ne? Das ist halt ein bisschen nervig, dass man denn nicht sagen tut, pass auf, durch ein Flugzeugsplitter oder sowas ist da der Zaun aufgebrochen, dass man halt da lang denn geht. Aber nun gut, ist dann halt immer so. Verdammt, ich wünschte wirklich, ich müsste das nicht tun. Zack. Aber naja, wie gesagt, mega geil, mega schöne viele Projekte, die hoffentlich euch hier gefallen werden. Das soll die Kanalisation darstellen. Zack. Oh, hallo. Ich frage jetzt, was sucht ein Zivilist hier? What the fuck? Schön erstmal den Zivilisten erschossen. Grandios. Und man siehe da. Wir haben einen etwas anderen Weg gekommen. Immer nachladen. Ja, warum? Ganz einfach. Man hat da einfach mal ein, ja, so ein T4, T... Nee, eigentlich ist es ja ein VW Bulli. Ah, keine Ahnung. Und jetzt weiß man auch, warum man hier gleich ans MG darf. Und ich hoffe mal, dass die Nate mich jetzt nicht kassiert, ne? So, einfach mal schön mit dem MG reinhalten. Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Leute da kommen. Das Gute ist, die sind endlich. Frage ist, wie viele haben sie reingebaut? 10, 15, 20, 10? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie jetzt die Schnauze voll. Mal, wieso habe ich... nee. Bleib mal bei der MP5. Auch wenn ich dafür keine Muni mehr kriege. Ich will die halt trotzdem behalten. Ist halt trotzdem eine schöne Waffe. Das kann man einfach nicht leugnen. Ach du Arschgeige. Gehe ich halt hier durch. Auch kein Problem für mich, mein Gott. Ich bin KSKler, also von daher easy peasy. Ah ne, normalerweise muss ich ja runter, ne? Ja, stimmt, ich muss ja runter. Zack, zack. Das Gute ist, nach dem Intro habe ich auch gleich ein schönes Thumbnail, was ich halt nutzen kann. Also von daher easy. Na, dann sind wir auch gleich da. Oberst, hier Falke. Bin zurück am Fahrzeug und ziehe ab. Verstanden. Gute Arbeit. Hoffentlich kriegen wir über diese Karte die nötigen Infos, um die Geiseln zu befreien. Beeilung, Hauptmann. Sobald wir wissen, wo sie sind, schicken wir sie los.
06, Konfrontation. Aufgepasst! Dank der Infos aus Jabirs Büro wissen wir genau, wo unsere Leute festgehalten werden. Sie befinden sich unterhalb des alten Abdurrahman-Areals. Freuen Sie sich nicht zu früh. Sie wissen, dass wir Jabir ausgeschaltet haben und dass wir kommen. Sie werden sehen, wir laufen direkt in... Verdammter Scheiße! Deckung! Los, los, los! Milan, es war ein Hinterhalt! Ich bin allein! Sie sind alle tot! Hauptmann, Unterstützung ist unterwegs. Ziehen Sie sich zurück und warten Sie auf Habicht und Adler. Auf keinen Fall, Oberst! Die werden dafür bezahlen! Hauptmann, denken Sie an die Geisel. Riskieren Sie nicht deren Leben. Ihr Leben steht schon auf dem Spiel. Ich werde das hier ein für alle Mal beenden. So. Rücksetzpunkt. Einer. Naja. Man hat ja gesehen, wie der Typ da von der KSK. Also. Naja, eigentlich sind es ja keine KSK. Die haben, nennen sie sich ja hier ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich, so stürmt man kein Haus. Ja, das weiß man sogar als Laie. Einer. Dass es so definitiv nicht funktioniert. Einfach mal mit Anlauf und dann schauen wir mal, was passiert, oder was? Nee, nee. So auf jeden Fall nicht. Drecksau, Alter. Der hat mich halt von hinten angeschossen. Beziehungsweise, nein, angeschossen nicht. Aber der hat mich attackiert, der Zivilist. Ab und zu bleibt man nochmal an so eine Treppenkante hängen, da muss man ein bisschen sprinten, springen. Ja, von daher. Oh, hi. Also manchmal tauchen die Leute halt von irgendwo auf. So, 90 Schuss haben wir noch. Ist jetzt nicht ganz so schön. Ich könnte aber die AUG mitnehmen. Das heißt, uns würde rein theoretisch ein bisschen mehr Muni zur Verfügung stehen. So. Ja, nehmen wir die AUG mit. Ist die Pistole mal relativ egal. Ja, die MP5 verschießt natürlich ein anderes Kaliber. Das heißt... Da haben wir im Endeffekt noch unsere Schuss. Das sind ja die guten 9mm, was die verschießt. Daher alles easy. Okay. Nach unten. Darum haben wir eigentlich noch eine relativ okaye Backup-Waffe, wenn uns mal die kompletten Schuss ausgehen. Durch die AUG, gesammelte AUG, hoffe ich mal, dass ich zumindest ein bisschen Muni noch finde. Und nicht da komplett irgendwie auf ein Zahnfleisch kriege ich denn mit der NATO-Kaliber. Nee, aber aktuell finden wir noch ein bisschen Muni. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir werden nicht so extrem schnell out of ammo gehen. Hier ist doch gerade einer durchgelaufen. Ah, wie viele ist denn, ne? Gut, ist halt ein Wespennest, ne? Ja, praktisch so wie 93, glaube ich, war das. Blackhawk down, Mogadischu. Auch so ähnlich hier. Okay, das war nur, ist nur ein Einschussloch. What the fuck? So. Okay, dass ich den hier noch getroffen habe, ist eigentlich ein Wunder. Damit habe ich ehrlich... Oh, hi. Was? Weil damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Nur eine AK. Ich könnte auch eine AK mitnehmen. Weil ich glaube, so viele AKs haben die jetzt nicht. Die haben viel von dieser komischen... anderen komischen Waffe da. Nee, komm. Wir gehen mal straight at den Dingens durch. Jetzt wäre ich wahrscheinlich von der rechten Seite rausgekommen oder da oben drinnen schon direkt.